Herzlich willkommen, liebe Modellbahnfreunde. Es ist endlich soweit. Nach monatelanger, wenn nicht sogar jahrelanger Wartezeit hat es Märklin endlich geschafft, den ICE4 auszuliefern. Heute schauen wir uns die fünfteilige Grundeinheit mal an, schauen uns an, wie das Modell verarbeitet ist, wie die Fahreigenschaften sind und am Ende werden wir auch sehen, ob es den Preis wirklich wert ist. So, starten wir mit der Verpackung und dem Inhalt dieses Sets. Es ist die Nummer 39714 von Märklin. Wie ihr wisst, werden es auch noch zwei weitere Ergänzungspackungen folgen. Einmal eine Ergänzungspackung mit einem einzelnen ICE4-Wagen und einmal eine Ergänzungseinheit mit drei ICE4-Wagen. Mit diesen lassen sich dann die vorbildgerechten Zuglängen auch nachbilden. In dieser Packung haben wir die fünfteilige Grundeinheit enthalten. In der Realität ist der ICE4 aber einmal siebenteilig unterwegs und einmal auch zwölfteilig. Wenn ich richtig informiert bin, wird auch bald eine 13-teilige Einheit im Umlauf kommen. Und mit diesen beiden Erweiterungspackungen können wir dann auch die vorbildgerechte Länge auch im Modell dann darstellen. Lasst uns keine Zeit verlieren. Wir haben ja schließlich lang genug drauf gewartet. Wenn wir die Packung abnehmen, haben wir hier noch eine Art Styropordeckel zum Schutz, damit unsere Modelle hier auch wirklich ganzseitig geschützt sind beim Transport. So, und da haben wir sie, die fünfteilige Grundeinheit. Unten rechts der zweite Klasse Endwagen, oben links der erste Klasse Endwagen. In der Mitte der Wagen mit den Stromabnehmern, die auch elektrisch heb- und senkbar sind. Werden wir uns später nochmal anschauen, wenn das Modell auf der Platte steht. Und oben rechts das Bordrestaurant, was hier im Modell auch gleichzeitig die angetriebene Einheit darstellt. Das werdet ihr auch vom Gewicht sofort merken beim Auspacken, dass das Bordrestaurant deutlich schwerer ist, weil da der gesamte Motor und die Antriebseinheit, wie gesagt, verbaut sind. Fangen wir mal an mit einem der Endwagen. Was sofort auffällt bei dem Modell ist, dass diese Trennfuge hier schön schwarz nachgebildet ist. Es ist hier aufgedruckt worden von Märklin. Es ist schon mal, finde ich, ein deutlicher Pluspunkt gegenüber dem Modell von Pico, was ja leider keine schwarze Trennfuge hatte hier an dem Endwagenkopf. Ich finde doch, dass es mit eines der Hauptmerkmale ist beim ICE4 und umso wichtiger und schöner, dass Märklin das hier so umgesetzt hat. Wenn wir uns mal weiter am seitlichen Wagen hier entlang bewegen, dann sieht man, dass die Druckqualität wirklich gut ist. Die einzelnen Ziffern, auch die kleinen, lassen sich sehr gut ablesen. Und Druckfehler oder ähnliches konnte ich jetzt hier nicht erkennen. Wenn wir uns jetzt mal die Achsen anschauen, dann sehen wir hier, dass die Bremsscheiben schön gelocht auch dargestellt sind. Sieht natürlich auch hochwertig aus. Was man allerdings sagen muss, wenn ihr jetzt mal die anderen Wagen noch anschaut in dem Set, das ist wirklich bei jedem Wagen so dargestellt. Also jede Achse hat ja die entsprechenden gelochten Bremsscheiben. Und ich meine, im Vorbild ist es so, dass nicht jede Achse diese gelochten Bremsscheiben hat. Je nach Bremstyp unterscheiden die sich. Natürlich ist es besser so mit diesen gelochten Bremsscheiben, wie wenn die ganz normalen klassischen Achsen verbaut worden wären. Aber ich meine, dass im Vorbild doch andere Achsen teilweise auch verbaut sind und nicht nur diese gelochten Bremsscheiben. Beim Dach des Endwagens haben wir hier die Lüftungsgitter aufgedruckt. Ich finde den Effekt auch wirklich sehr schön. Im Vergleich zum Pico-Modell hat man hier zwar keine dreidimensionale Abbildung der Lüftungsgitter, aber dafür sind diese hier schwarz hervorgehoben über den Druck. Und ich finde, rein optisch, wenn das Modell so auf der Anlage steht, diese Drucklösung fast sogar besser, einfach weil es durch die schwarzen Elemente deutlich besser auffällt. Beim Pico-Modell ist es zwar dreidimensional gestanzt oder gegossen, aber dafür nicht schwarz hervorgehoben. Deswegen optisch würde ich hier diese Version ganz klar vorziehen. Diese Trittverbotsschilder sind auch sauber gedruckt, kann man nicht sagen. Was mir nur aufgefallen ist, bei meinem Modell fehlt hier leider an diesem Steckplatz die Antenne. Ich habe jetzt auch noch mal in der Packung nachgeschaut, leider keines dieser Steckteile noch finden können.
Das heißt, ich werde wohl bei Merck den Ersatzteilservice mal anrufen müssen, um das Modell zu vervollständigen. So, schauen wir uns mal das Gesicht an des ICE4. Auch hier lässt sich über den Druck nichts Negatives sagen. Ich finde, es ist eine gute Druckqualität. Kommen wir zu den Drehgestellen und dem Unterboden des Endwagens. Wie man sieht, die Endwagen besitzen jeweils einen Schleifer zur Stromaufnahme. Angetrieben sind diese Endwagen, wie anfangs erwähnt, aber nicht. Die Antriebseinheit sitzt hier vollständig in einem Bordrestaurant. Also vom Gewicht sind die auch nicht schwerer wie ein einzelner normaler Mittelwagen. Fühlen sich sehr leicht an. So, der Unterboden ist jetzt nicht allzu spannend bei dem Modell, wenig überraschend. Hier die Kupplung, die sich frei bewegen lässt. Der Wagenübergang und die Drehgestelle. Ich finde, das ist hier sehr gut gelöst. Also ihr seht diese eine Abdeckung, die dreht sich schon mit, damit der Zug auch durch enge Radien hindurchfahren kann, ohne zu entgleisen. Ich finde, das ist eine sehr schöne Lösung, um das Modell vorbildgerecht darzustellen, aber es auch durch enge Radien jagen zu können. Müsste bei Pico aber auch genauso gelöst sein, meine ich. So, schauen wir uns mal den Wagen mit den Pantographen an. Wie eingangs erwähnt, lassen sich die Pantographen hier elektrisch heben und senken mit der Zentrale. Ist, denke ich mal, eine nette Spielerei. Wie oft man die verwendet, das ist natürlich dann immer abhängig vom jeweiligen Nutzer. Ich werde es wahrscheinlich nicht ganz so oft machen. Wahrscheinlich hätte ich es da besser gefunden, wenn die Pantographen einmal nur manuell nach oben und unten absenkbar wären, aber dafür der Preis etwas niedriger wäre. Ansonsten zum Dachgarten. Die Lüftungsgitter und Trittflächenbereiche sind wie beim Endwagen auch sehr schön abgebildet. Bei dem Dachgarten hier fällt mir aber eines auf, vor allem auch im Vergleich zum Modell von Pico. Der hier ist deutlich schlichter gehalten. Also es gibt erstens deutlich weniger Elemente, die hier oben am Dachgarten integriert sind, aber auch die Farbvielfalt ist hier sehr beschränkt. Es wirkt einfach nicht so filigran und detailliert wie bei dem Modell von Pico. Auch die Stromabnehmer sind hier vorbildgerecht nicht in der Größe identisch, aber natürlich hätte man das auch filigraner gestalten können. Ich finde, die wirken dann doch recht klobig hier. Ja, das ist auf jeden Fall ein Minuspunkt bei dem Modell. Hier das Gleiche. Der Dachgarten ist nachgebildet, aber nicht so detailliert und auch nicht so farbenfroh, wie es in der Realität ist und wie es auch das Modell von Pico abgebildet hat. Bevor wir das Modell aufgleisen und die ersten Testfahrten anschauen, noch mal ganz kurz hier zum angetriebenen Modell. Das ist das Bordrestaurant. Vom Gewicht merkt man gleich, dass da der Motor verbaut ist, die gesamte Antriebseinheit verbaut ist. Wichtig dann hier zu schauen, wie viele Haftreifen hat denn das Modell. Und hier sehen wir schon mal zwei. Und hier sind dann die anderen beiden. Also vier Haftreifen hat das Modell. Wenn wir später mal schauen, ob das denn von der Zugkraft her reicht. Meine Anlage hat teilweise Steigungen von 4% verbaut. Und ich bin mal gespannt, ob das Modell, das fünfteilige Modell hier, die Steigung meistern wird. Noch ein kurzer Nachtrag zur Länge des Modells. Märklin hat das Modell in dem Längenmaßstab von 1,95 hier nachgebildet. Die Wagen sind jeweils 30,1 cm lang. Bei Pico ist es ja so, dass dort der Längenmaßstab 1,87 beträgt. Dort sind die Wagen jeweils 32,1 cm lang. Das heißt, der Wagen von Pico oder die Wagen von Pico sind jeweils ca. 2 cm länger wie die hier von Märklin. Ein wichtiges Detail hatte ich noch fast vergessen. Und zwar ist es hier diese Kupplungshilfe, die beigelegt ist dem Set. Ist ein extrem nützliches Tool, um die jeweiligen Wagenenden miteinander zu verbinden, weil die Kupplung öfters mal gerne beim Zusammenschieben nach unten wegrutscht. Und wenn man dieses Teil hier auf die Schienenoberkanten legt und dann die Kupplung drüber hinweg verbindet, dann verhindert es, dass die Kupplung nach unten wegrutscht und man die Wagen einfach schneller miteinander verbinden kann. Also ein extrem nützliches Tool, finde ich gut, dass das hier beiliegt.
So, kommen wir zum Fazit, zum lang ersehnten Märklin ECE4. Denk mal, nach den ersten Testfahrten können wir schon ganz gut beurteilen, was für Eigenschaften im Positiv hervorzuheben sind und was vielleicht nicht ganz optimal gelöst wurde. Fangen wir mal mit den positiven Aspekten an. Von der Optik her finde ich das Modell wirklich äußerst gelungen. Die Details sind schön gedruckt, die Ziffern sind gut lesbar. Die schwarze Endfuge ist schön erkennbar und schön abgehoben. Das Einzige, was man hier bemängeln kann, finde ich aus meiner Sicht, ist der nicht allzu detaillierte Dachgarten bei den Wagen. Dort hätte Märklin sich wirklich noch mehr an dem Modell von Piko orientieren können, weil dort ist der Dachgarten einfach nochmal filigraner nachgebildet, hat deutlich mehr Details, ist auch farbenfroher, wie er in der Realität auch ist. Und das finde ich hier ein bisschen schade bei dem Modell. Der nächste Aspekt, den ich hier positiv hervorheben möchte, ist die Innenbeleuchtung. Ich finde, das hat Märklin super dargestellt. Manche können auch sagen, dass sie vielleicht sogar fast schon zu hell ist. Mir persönlich gefällt es aber, weil auch in gut beleuchteten Räumen dann der Effekt der Innenbeleuchtung gut sichtbar ist. Falls jemandem die Innenbeleuchtung zu hell ist, kann man diese auch jederzeit über die CS3 dimmen. Also das ist auch kein Problem. Ich finde es aber, wie gesagt, ganz schön, wenn dieser Effekt der Innenbeleuchtung gut sichtbar ist. Ein weiterer schöner Effekt hier ist der Farbwechsel, wie auch im Original, von einem warmen Weiß zu einem bläulichen Licht. Finde ich auch eine klasse Funktion. Macht wirklich Spaß und man sieht da auch wirklich den Unterschied zwischen den zwei verschiedenen Farbtönen. Kommen wir zu einem der wichtigsten Punkte bei einem Modell, den Fahreigenschaften. Ich finde die Fahreigenschaften wirklich hervorragend, wie ihr auch teilweise sehen konntet bei den Aufnahmen, bei den ersten Testfahrten. Ich habe im verdeckten Bereich auch teilweise R1 verbaut. Ich habe die normalen C-Gleisweichen verbaut. Ich habe schlanke C-Gleisweichen verbaut, sowohl die normalen als auch die Bogenweichen. Ich habe Kreuzungselemente verbaut und der ICE4 hat die alle problemlos meistern können. Was mir auch positiv aufgefallen ist, dass die Steigung, jedenfalls eine fünfteiligen Einheit jetzt hier, keine Probleme dargestellt haben für den ICE. Bei einer Stelle auf meiner Anlage, wo es wirklich extrem hoch geht, hat man dann kurzzeitig gehört, dass der Motor etwas aufgedreht hat. Aber die Räder sind nicht durchgedreht und der Motor war jetzt auch nicht unangenehm laut. Also ich finde, das ist alles im Rahmen und ich bin zuversichtlich, dass auch die siebenteilige Einheit hier sämtliche Elemente auf meiner Anlage schaffen wird. Negativer Punkt bei den Fahreigenschaften ist sicherlich das Anfahrverhalten. Ich finde, auf den ersten Zentimetern oder beim Start ruckelt der ICE4 schon noch deutlich. Ich denke, man kann da über die TV-Einstellungen noch etwas optimieren. Ich habe das Modell jetzt wirklich so fahren lassen, wie es vom Werk aus ausgeliefert ist. Also ich habe jetzt keine Minimalgeschwindigkeit angepasst oder ähnliches. Ich werde aber in den nächsten Tagen auf jeden Fall da nochmal etwas rumspielen und schauen, ob sich das Anfahrverhalten dann etwas milder gestalten lässt. Zum Thema Sound. Den Fahrsound finde ich beim Starten und Bremsen ganz gut gelungen. Da gefällt mir das, dass es diese unterschiedlichen Abstufungen gibt. Allerdings, wenn der Zug bei einer relativ konstanten Geschwindigkeit unterwegs ist,
finde ich den Sound ja fast schon zu schrill. Ich denke, wenn der Sound nicht ganz so schrill gestaltet worden wäre, wäre es auch angenehmer und einfach auch ein bisschen schöner. Mag Geschmackssache sein. Wie gesagt, der Fast-Sound bei konstanter Geschwindigkeit ist ehrlich gesagt nicht mein Fall. Die Start-Sounds und Bremssequenzen finde ich aber ganz gut gelungen. Was ich hier nochmal positiv anmerken möchte, sind die verschiedenen Zugansagen, die es gibt hier bei dem Modell. Die haben mir wirklich gut gefallen. Das ist, denke ich mal, eine schöne Auswahl mit dabei. Auch das Türenschließen gefällt mir gut. Noch ein Punkt zur Länge der Wagen. Wie anfangs auch erwähnt, die Wagen von Märklin sind im Längenmaßstab 1 zu 95 nachgebildet. 30,1 cm sind das hier für den IC4. Bei Pico ist es der Maßstab 1 zu 87 und ca. 2 cm mehr pro Wagen wie bei Märklin. Wenn man die beiden Züge jetzt aber nicht im direkten Vergleich fahren lässt, finde ich, dass diese Verkürzung des Märklin-Modells nicht schlimm auffällt. Denn die Wagen sind trotzdem 30,1 cm lang, sind mindestens genauso lang wie die meisten 1 zu 87 Wagen. Und ich finde, sie machen da trotzdem eine gute Figur und dieser verkürzte Längenmaßstab fällt nicht negativ auf. Vielleicht ist es so, wenn man die beiden ICE-Modelle direkt nebeneinander hinstellt, vielleicht ist es dann ein negativer Aspekt. Aktuell besitze ich nur das Modell von Märklin. Daher finde ich es aktuell nicht störend. Kommen wir zur wahrscheinlich spannendsten Frage in diesem Video. Ist das Märklin IC4-Modell seinen Preis wirklich wert? Das Modell hat eine UVP von 750 Euro. Ich finde, das ist erstmal eine ordentliche Stange Geld. Wenn wir uns jetzt zum Vergleich den Preis von dem Pico EC4 anschauen, dann ist es so, dass die UVP bei Pico bei 665 Euro liegt, also rund 85 Euro weniger wie die UVP von Märklin. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass wir bei Märklin dafür einen Mittelwagen mehr bekommen, samt Innenbeleuchtung und auch diese technischen Spielereien wie die elektrischen Stromabnehmer sowie auch die Innenbeleuchtung mit dabei haben. Preislich würde ich also insgesamt sagen, nehmen sich beide Modelle nichts. Es gibt da keinen Gewinner. Ich würde sogar fast sagen, dass das Modell von Märklin leicht vorne ist, wenn wir mal die UVP vergleichen, einfach weil wir noch ein paar mehr technische Spielereien haben. Ob man die am Ende im Anlagenbetrieb wirklich häufig nutzt, ist nochmal eine andere Sache. Aber grundsätzlich bietet das Märklin-Modell da nochmal etwas mehr. Wenn man das Modell mit den genannten 10-15% Rabatt bei seinem Händler kauft, ist es in meinen Augen den Preis wert. Das Modell macht auf der Platte einfach unheimlich Spaß. Es fährt sehr solide. Es gab keine Aussetzer bei mir bei den ersten Runden. Die Steigung hat das Modell problemlos bewältigt. Optisch ist es einfach ein Hingucker, es ist ein Highlight. Eine spannende Frage bleibt für mich jetzt noch offen. Wie schaut die Zugkraft aus, wenn die weiteren Ergänzungswagen mit angehangen werden? Ich möchte den Zug auf jeden Fall auf eine mindestens siebenteilige Einheit aufstocken. Für die zwölfteilige Einheit wird es bei mir im Schattenbahnhof aktuell einfach zu eng. Aber siebenteilig soll er mindestens werden, damit er auch in einer vorbildgerechten Länge hier unterwegs ist auf meiner Platte. Und ich bin da mal gespannt, ob der Zug dann genauso mühelos durch die Steigung kommt. So, liebe Modellbahnfreunde, Freunde, das waren meine ersten Eindrücke zum neuen ICE4 von Märklin. Mich würde interessieren, ob der IC4 bei euch auch schon auf der Platte unterwegs ist und wie eure ersten Eindrücke zum Modell sind. Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Video. Bleibt gesund, macht's gut, euer Micha.